Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 2, den Hammerchroniken, unserem wundervollen kleinen Abenteuer mit dem Kaiserreich des Hammers, dem größten, geilsten und epischen und mega krass dollsten Ding aller Zeiten. Wir sind wieder zurück dabei die Welt weiterhin zu unterwerfen. Zum einen geht es jetzt natürlich daran, hier die bretonischen Truppen zu vernichten. Zum anderen geht es daran, oh Gott, unsere ganzen Regenten gehen mir so auf den Keks gerade, das ist ja schrecklich. Unser Kanzler ist död. Na wundervoll, ernehmen wir dich mal zum Kanzler, da magst du uns wenigstens ein bisschen. So können wir ja auch wieder uns da bei ein paar Leuten beliebt machen. Es gibt noch viel zu viele Leute, die uns verabscheuen geradezu. Das wird noch ein lustiges Stück Arbeit. Das wird noch ein richtig lustiges Stück Arbeit, die ganzen Leute wieder unter Kontrolle zu bekommen. Oh Mann. Ich würde mal sagen, wir überzeugen mal den Jarl von Westergautland einfach davon, sich uns anzuschließen. Beziehungsweise halt verbessern die Meinung von uns bei ihm. Sehr schön. Dann haben wir unseren Marschall, der bitte Militärforschung betreibt. Und zwar natürlich auf Bornholm. Und ja, das war es im Endeffekt schon. Lassen wir mal weiterlaufen. Wir vernichten ganz kurz die bretonische Armee dort im Süden und dann setzen wir mal über. Oh, wir können auch niedere Titel verleihen. Natürlich. Ein weiterer Befehlshaber ist unterwegs. Bitteschön. Ja, der Aufstieg der Schia. Mal wieder versuchen sie hier ein Schia-Kalifat zu errichten, aber ob das klappen wird. Och, leck's mich doch am Arsch. Kaum marschiere ich da unten weg. Da oben weg, kommen sie mit einer weiteren Flotte an. Ah, diese nervige Bretagne. Es ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Na gut, okay. Also geht es jetzt nach Norden wieder und dann würde ich einfach sagen, sammeln wir jetzt die Schiffe hier oben. Und schippern dann direkt von hier aus aufs Festland rüber. Auch wenn ich echt nicht weiß, ob wir da genug Schiffe sammeln werden, aber ich könnte es ja mal probieren, würde ich sagen. So. Gott, ich habe schon gar nicht, ich rechne gerade gar nicht mehr mit. Guck mal, wie viele das jetzt sind. Wir brauchen, wie viel brauchen wir eigentlich? Für 13.000 Mann, ich glaube, wir brauchen 1.300 Schiffe. Oh Gott, die kriegen wir noch nie zusammen. Ab mit dir nach Oxford. Sehr schön, wir haben endlich mal was bekehren können. Das habe ich schon gar nicht mehr erwartet, dass es jemals klappen dürfte. Aber hey, endlich hat es mal funktioniert. Wunderschön. Also, wie gesagt, rüsten wir jetzt weiter in Flotten. Ich meine, genug Vasallen haben wir ja. Doch, 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 das könnte sogar hinhauen. Ja, okay, ich glaube, das... Wir werden es ja gleich sehen. Nee, es reicht noch nicht. Noch nicht, aber fast. Oder doch, warte mal. Nee, fast. So, mit euch dürft's reichen. Ah, und wir sind endlich erwachsen. Ach so, genau. Hahaha. Was sollte man vielleicht noch anmerken? Warum ist alles so anders jetzt? Ich habe es total vergessen zu erwähnen. Der Spielstand ist korrupt. Korrumpiert oder so. Also ist sie, korrupt, genau. Der Spielstand ist im Eimer gewesen. War im Eimer. Deswegen war unser Herrscher noch nicht erwachsen. Das habe ich total vergessen zu erwähnen. Tut mir leid dafür. Und ja, deswegen müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Hab jetzt den Autosave geladen. Oh Gott, gebt euch die hier mal. Die will ich haben. Heirate sie. Los. Beste Herrscherin aller Zeiten. Und wir gehen auf den Herrschaftsfokus hier. Wir wählen eine Ambition. Und zwar ist unsere Ambition zu heiraten erstmal. Genau, sehr schön. Ambition erfüllt. Wir holen uns das Prestige. Nee, wir holen uns mal das Gold tatsächlich. Das können wir schon eher gebrauchen und dann hätten wir ganz gerne einen kleinen Doch, wir hätten gerne einen Sohn. Bupp, her damit. Sohnemann. Komm her. Und dann, wie gesagt, schippern wir mal rüber. Besiegen mal eben diese Truppen hier hinten. So, und dann landen wir hier auf unseren einzigen Festlandsbesitz, den wir hier hinten haben.
Sehr schön. Und dann lagern wir Brorek. Brorek ist die Hauptstadt der Bretagne und das wird jetzt auch belagert. Sehr schön. Brorek. Das war ein wundervoller Name. Und da müssen wir versuchen, nochmal ein paar Leute davon zu überzeugen, dass wir geil sind. Liebt mich, ihr Schweine. Liebt mich. Liebe mich. Liebe mich. Liebe mich. Sehr schön. Gibt sogar ein paar Leute, die uns dann leiden können. Ah, herrlich. Okay, stürmen wir das einfach hier mal. Bringen wir den Krieg endlich mal zu Ende. Sehr schön. Eine Belagerung, würde ich sagen, brauchen wir noch. Dann haben wir es geschafft. Nein, nicht ganz. Schade. Ah, die Fraktionen sind natürlich wieder dabei, in ihrer Macht zu steigen, aber haben zum Beispiel jetzt Poe, glaube ich, rausgehauen aus der Koalition hier gegen uns. Ernennen wir einen neuen Befehlshaber? Ja, sehr schön. Aber wir hätten die mit der geringeren Meinung wählen sollen, dann hätten wir... Wow, was für eine Riesengarnison ist das denn, bitte schön. Wir marschieren mal woanders hin, wo wir vielleicht eine etwas geringere Garnison haben. Ach, komm schon. Egal, hat sich sowieso erledigt. Wir warten noch darauf, bis dieser 1% weiter ransteigt. Dann können wir auch wieder abhauen. Sehr schön. Verbessere die Meinung unserer Vasallen von uns. Wunderbar, das gefällt mir. Nehmen wir doch als nächstes den Jarl von Essex. So, viel Spaß beim Meinungsverbessern. Wir haben unsere 100% erreicht. Sehr schön. Forderungen werden erzwungen. Und den ganzen Kram haben wir wirklich gemacht für ein einziges Grafschaftchen. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Aber egal. besser als gar nichts. Okay, wie sieht's hier aus? Wir kriegen nicht genug Schiffe. Also müssen wir von hier drüben noch ein kleines Schiffchen... Wohl, wartet mal. Ich bin am Überlegen. Scheiß auf die Schiffe. Wir marschieren jetzt hier rüber. Oder wir marschieren hier rüber. Schwer. Wir marschieren erstmal hier rüber. Ich habe jetzt nämlich den Plan gefasst mit unserem Siegbjörn. Uns erstmal ein bisschen von den britischen Inseln zu entfernen. Bis wir den nächsten großen Heiligen Krieg ausrufen können, was wir nämlich noch nicht können. Oder können wir schon? Nein, können wir nicht. Soweit wir das machen können, erobern wir dir nochmal England, also die Pfalz quasi jetzt hier, Lothian. Ne, York, Herzogtum York heißt es. Das erobern wir als nächstes, aber dann bis dahin möchte ich ganz gerne die Besitzungen... So, sehr schön. Möchte ich gerne die skandinavischen Besitzungen in der Baltischen See oder die baltischen Besitzungen vergrößern oder generell die Ostsee einfach in unseren Herrschaftsbereich einverleiben. Und dafür machen wir jetzt eine schöne kleine Eroberung hier durch Wolgast, Böhmen, Pomerellen, Litauen und die Rus. Bis wir alles hier hinten haben, quasi die Küste eingenommen haben und uns richtig freuen können. Oh, was haben wir denn hier? Mein bekannter Bagger, der Verführer, hat mich gerade informiert, dass mehrere versucht hat, ihn Unterstützung bei der Verführung meines Bruders. Siegbjörn! Zur was? Der wollte meinen Bruder verführen? Was soll das? Das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. Das ist mein Bruder. Ey. Bros before house, habe ich immer gedacht, aber dann kommt da irgend so ein Typ an und macht mit meinem Bruder dann einmal so ein Verführer. Das ist doch nicht nett. So, komm her, liebe mich. Liebe mich. So laufe ich übrigens auch durch die Straßen. Ich rufe einfach jedem zu, dass diese Person mich lieben soll. Und dann klappt das auch. Ich bin halt ein Meisterverführer. Okay, Feudalver seine Meinung ist schon wesentlich besser wahrscheinlich. Ach, super. Mal wieder ein Befehlshaber gestorben. Wir sind ja gerade dabei, unsere Armee auszubilden. Ihr seht ja auch gleich, wie viel uns das kostet, die ganzen Truppen hier
neu reinzuhauen, das ist nicht wenig. Verdammt, ich dachte gerade, du gehörst irgendwie nicht zum Heiligen Römischen Reich, aber leider tust du das doch. Schade. Braunschweig zu erobern dürfte schwieriger werden, als ich gedacht hätte. Aber es wird schon noch irgendwann. Ich meine, unsere moralische Autorität ist ja relativ hoch. Wir müssen jetzt noch die Pietät steigern. Verlorene Heilige Krieg. Wann haben wir denn den Heiligen Krieg jemals verloren? Das verstehe ich nicht. Wo kommt denn diese minus 12 jetzt immer noch her? Adam beschwert sich aus dem Kerker über ihre dunkle Zelle und bittet um eine angemessene Unterkunft. Aber habe ich dich nicht freigelassen? Okay, das ist nett. Alter Schwede, wie viel uns das kostet, ne? Das ist ja krank. Das sind, glaube ich, auch einige Truppen, die noch hier... Großer Heiliger Krieg um Ungarn. Oha. Die kämpfen aber ganz schön hart um... Alter, was ist denn mit dieser Fraktion los? Guck mal, der Typ. Hallo? Der müsste uns doch eigentlich vergöttern. Und der ist immer noch in dieser scheiß Fraktion drin. Gott, nervig. Okay, was machen wir hier noch? Ja, sehr schön. 74 Gold, wundervoll. 70 Gold, noch besser. Ah, okay, so kaufen wir uns unsere Vasallen wieder. Auch wenn wir jetzt den Verführer freigelassen haben dadurch. Ich glaube, das hat sich gelohnt. 91, der Typ vergöttert uns. Der würde unsere Stiefel lecken, der würde alles machen, was wir ihm befehlen, weil er uns so liebt. Aber er möchte uns trotzdem stürzen. Nenn ich direkt stürzen, aber er möchte halt nicht mehr unser Vasall sein. Na super, meine Gattin hat eine Affäre. Wird ja immer schöner hier. Und ein katholischer Aufstand. Ja, natürlich hier drüben. Elende Ungläubige, ich sag's euch, ich sag's euch. Okay, heben wir alles aus, was wir ausheben können. Also euch, denn ihr werdet direkt in den Fokus der Rebellen geraten. So, rüber mit euch und dann lösen wir hier drüben natürlich alles an Truppen auf, was wir haben. Auch wenn es viel ist. Ach, sehr schön. Ich wusste doch, dass dieser Plan funktionieren würde. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Vasallen, die wir hier theoretisch... Ja. Dich zum Beispiel. Dich zum Beispiel. Du gehörst zum Preußenherzogtum. Genau, deswegen können wir auch dir, bei dir die Truppen ausheben. So wollte ich das. Wunderschön. Oha. Was passiert, wenn wir unsere Truppen jetzt hier drin sammeln? Kämpfen wir dann gemeinsam? Wir gucken einfach mal. Scheiße, unser Seher ist tot. Das ist natürlich nicht so schön. Holen wir uns einen neuen und schicken dich wieder direkt nach Oxford. Ja, wir kämpfen zusammen. Sehr schön. Damit hat sich dieser katholische Aufstand auch schon relativ schnell erledigt. Joa, sieht gut aus. Verfolgen wir sie mal. Töten wir dann den ganzen Rest. Oh. Ah, die brauchen mal wieder eine Weile, um komplett erledigt zu werden. Das ist natürlich das Problem jetzt hier an der Stelle. Und mal wieder sind sie entkommen. Sehr schön. Der katholische Aufstand ist vorbei. Wir können unsere ganzen Truppen auflösen. Wunderbar. Wie sieht es bei euch aus? Ihr braucht immer noch eine ganze Zeit, um euch zu erholen. Oh, Manometer. Und wir erhalten die Chance, warte mal. Nachdem nun schon der dritte Höfling innerhalb nur einer Woche in meiner Gegenwart in Tränen ausbrach, frage ich mich allmählich, ob es an mir liegen könnte. Bin ich tatsächlich ein grausamer Mensch, der sich am Leid seiner Mitmenschen weidet? Oh, der Allvater, was habe ich getan? Bitte vergib mir. Werden wir mal gütig. Versuchen wir es zumindest. Wieso hasst uns dieser Typ? Ja. Es ist so sinnentleert, dass er uns hasst. Es ist so sinnentleert. Ah.
Versuchen wir mal auf 100 zu bringen. Vielleicht bringt es eher irgendetwas. Ein neuer Kriegertrupp ist unterwegs. Irgendwohin. Unserer hat es ja nicht geschafft. Und da würde ich mal sagen, Wolgast, du bist nordisch. Also germanisch. What? Wait, what? Okay. Also so wie es aussieht, ist der orthodoxe Glaube recht stark heute mal. Das Heilige Römische Reich wird von einem orthodoxen Herrscher, Kaiser regiert. Der lollardische Glaube übernimmt hier teilweise die Gebiete des katholischen Glaubens. Ist ja herrlich. Ah, das Problem ist jetzt der Typ hier. Wolgast ist nordisch. Aber du würdest die Vasalisierung akzeptieren. Okay, dann ist ja perfekt. So, was bist du? Du bist ein Feudalvasall. Das heißt, ich kann dir leider keine Titel entziehen. Wäre sonst lustig. Aber du bist ein recht starker Vasall an sich. Wir können jetzt das Herzogtum von hier übernehmen. Haben kein Geld dafür. Aber hey, wir könnten es theoretisch machen. Und unsere Nichte wird ausgebildet von irgendeinem Typen. Sehr schön. Viel Spaß damit. Hey, cool. Wir haben einen Vasallen. Noch einen. Oh, und Oxford ist konvertiert. Geil, jetzt geht's ja richtig ab hier. Was nehmen wir denn als nächstes? Ich würde mal sagen, als nächstes marschieren wir Lothian. Ja, als nächstes konvertieren wir nach Lothian mal. Oh. 28. Februar, das kann auch noch eine ganze Zeit lang dauern. Okay. Ja, dann müssen wir jetzt Böhmen angreifen, wie es aussieht, ne? Hast du starke Verbündete? Nö. Okay, das heißt, wir erklären dir den Krieg um Pommern, die Eroberung von Stettin. Sehr gut, marschieren wir direkt mal rein. Hast du eigentlich viele Truppen? Nö, nicht mal das. Okay, sehr schön, das können wir mit unserem Gefolge allein erledigen. Damit holen wir uns quasi schon mal den ersten. Oh, warte mal, du hast doch jemanden reingerufen. Zusammengenommen könnten die schon eine gewisse Gefahr darstellen. Sollten wir vielleicht unsere Truppen doch noch rüberbringen. Na, das klingt ganz gut. Okay, sehr schön. Bornholm würde ich am liebsten noch ausbauen, allerdings haben wir dafür einfach kein Geld derzeit. Oh, sehr schön. Unsere Gattin ist schwanger. Das heißt, ein Nachfolger ist auf dem Weg. Das ist auch sehr gut. Oh. Die Armee lösen wir mal. Ah Gott. Lösen wir die beiden Armeen mal auf. Die haben Typhus und übertragen den Typhus auf unsere Leute. Das ist mir jetzt aufgefallen. Scheiße. Ups. Wann ist das passiert? Wann ist der hier mit reingekommen? Ach, der hat den Gott. Der hat's ja eilig gehabt, ne? Jarl Arnfass, das Schwert Odins. Wow. What? Das Schwert Odins. Was für ein geiler Titel ist das denn? Den will ich auch haben. Hallo? Wow, episch. Was ich mich ja noch frage ist, wo sind denn eigentlich die Jomsvikinger? Hockten die hier nicht irgendwo? Egal, werden wir schon noch herausfinden, egal. Wir erobern hier weiter unsere Gebiete. Böhmen ist jetzt nicht sonderlich stark. Also haben wir da keine großen Probleme bei dem ganzen Ding. Dafür gehört der Stettin uns. Es wird doch mal Zeit. Es ist schon eine ganze Zeit so ein Dorn in meinem Auge, diese blöde Ostseeküste, die nicht unter unserer Kontrolle ist, aber es locker sein könnte. Eben drum machen wir das ja jetzt wieder hier. Finnland, normale Steuern ist egal. Gucken wir nochmal unsere Vasallen eigentlich an. Wie sieht's aus? Oh ja, sehr schön. So mag ich das. Selbst die ehrgeizigen Herrscher lieben uns einfach.
Okay, er liebt uns wegen der verbesserten Beziehung. Aber egal. Was ist denn jetzt los? Schlimmer als denkende Kinder, genau. 50 Prestige nochmal kassiert dafür. Und wir halten Verwaltung. Cool. Und der Hammer ragt jetzt tief rein. In Brandenburg gehört nämlich auch noch uns. Nur dieses blöde Arschloch. Nee, er ist endlich aus der Fraktion raus. Sehr schön. Ah, kann man die eigentlich nach Stärke sortieren? Nee, kann man nicht. Die reduzierte Kronautoritätsfraktion ist also die stärkste jetzt derzeit in unserem Reich. Aber die kriegen wir noch runter. Sehr schön. Können wir dich jetzt endlich verschieben? Und zwar nach Lothian. Wunderbar. Ah, seht es euch an. Fast ganz Britannien ist mittlerweile germanisch. Der germanische Glaube ist wirklich, verbreitet sich immer stärker. Hier drüben auch. Pomeranien, seit wann ist... Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass es auch, dass wir wirklich noch unabhängige nordische Herrscher hätten, haben. Ich dachte, ich hätte wirklich gedacht, die hätten wir komplett unter einer einzelnen Regierung unseres Kaisers. Deswegen müssen wir jetzt natürlich auch Pomeranien noch unterwerfen. Ah. Einfach der Sigbjörnsson. Nehmen wir dich auch einfach der? Ja, ne. Nehmen wir dich mal lieber voll der. Ja, genau. Und wir haben einen Sohn bekommen. Sehr schön. Die Ambition hat sich also auch erledigt. Machen wir Reichtum anhäufen, würde ich sagen. Und noch ein Vasall. Herrlich, wie einfach das läuft. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich sämtliche germanischen Herrscher der Welt unter unserer gemeinsamen Kontrolle. Es gibt kein unabhängiges germanisches Reich mehr. Sehr schön. Aber es gibt mittlerweile ein unabhängiges lodatisches Reich. Das ist sehr schön. Oh, wie viel Spaß das doch macht. Katholischen Glauben am Ende zu sehen. Es ist so schön. So wunderschön. So, mein Freund, was hast du denn jetzt vor? Mecklenburgische Revolte und du greifst den Graf mit an. Ja, scheiß drauf. Sollen sie doch irgendwie ihr Zeug machen, solange sie andere nicht damit belästigen, ist doch alles gut. So, ich hoffe mal, du greifst jetzt Böhmen an. Natürlich tust du es nicht. Sehr schön, die Belagerung hätten wir damit gewonnen. Vernichten wir die Armee. Okay, der König von Norwegen möchte meine Schwester ehelichen. Okay. Auch wenn sie dafür dann dadurch natürlich ziemlich stark die Bande stärken. Zwischen uns. Ich habe nämlich... ich weiß nicht, ob ich damit quasi weiter vorantreibe, dass das Königreich Norwegen irgendwann selbstständig wird. Das wäre nicht schön. Also mir wäre es schon... wäre es schon lieber, wäre das ganze Ding... Okay, sehr schön, wir greifen das Ding an. Mir wäre es schon lieber, wenn das hier weiterhin Vizekönigtümer wären. Ist schon etwas praktischer, die Kontrolle darüber zu behalten, wer jetzt diesen Titel behält und wer diesen Titel jetzt nicht hält. Übrigens, Großpolen, du bist kleiner als Polen, also gib einfach auf. Aber es ist sehr schön. Also unser Herrscher hat sich quasi zum Ziel gemacht, die Herrschaft der nordischen, des nordischen oder des germanischen Glaubens, heißt das hier immer noch, des germanischen Glaubens größer zu machen, voranzutreiben. Wir haben auf diplomatischen Wege sogar größtenteils dafür gesorgt, dass unser... Oh Gott, was haben wir denn jetzt hier? Eine Frau, die in Essex der Hexerei angeklagt ist, wird euch an euren Hofe gebracht, vorgeführt. Mehrere Zeugen haben gesehen, wie sie obskure Rituale in ihrem abgeschiedenen Häuschen durchgeführt hat. Ein Zusammenhang mit den jüngsten Missernten ist nicht ausgeschlossen. Sie beteuert ihre Unschuld und es liegt an euch, über ihr Schicksal zu bestimmen. Sie muss auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Wir erhalten 30 Pietät und geringere Revolte. Und hiermit würden wir Technologiepunkte für Kultur erhalten.
Legalismus voranzutreiben ist nicht schlecht, aber wir haben sowieso so viel, so gering, so wenig Punkte, dass wir das nicht brauchen. Also kümmern wir uns darum. Und unsere Gattin ist schon wieder schwanger. Mann, wir legen auch richtig los hier, ne? Boah, ho, ho. Oh. Frankreich wurde doch mit in den Krieg reingerufen, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber die haben gerade zu sehr mit ihrer eigenen Revolte zu tun. Und stellen deswegen gar kein Problem dar. Oh, und Schottland verliert gerade einige Kriege. Oha. Du wirst aber gerade durch unseren Vasallen belagert. Interessant. Äußerst interessant. Wie gesagt, wir belagern jetzt erstmal hier weiter. Oh Gott, da sind einige Truppen der Böhmer direkt unter uns. Dieses Arschloch! Hör auf, meine Leute zu verführen. Was soll denn der Mist? Mann, ich halte es nicht aus. Wir bauen mal unseren Bergfried hier aus. Oh ja, das kostet uns gleich einiges. Aber egal, wir dürften, glaube ich, den Krieg auch gleich gewonnen haben. Schon wieder. Mann, hör auf damit! Das dürfte ein großes böhmisches Heer sein, das wir hier gerade vernichten. Also ich denke mal, dass wir damit schon mal ein bisschen Kriegspunkte bekommen. Ein paar. Nicht so viele, wie ich jetzt ehrlich gesagt erwartet hätte, aber okay. Oh, was hast du jetzt vor? Der muss ja echt die ganze Zeit gegen seinen Vasallen an Brandenburg kämpfen. Was machst du denn? Mensch, Freundchen. Halt doch mal die Füße still. Auch Polen ist orthodox, finde ich sehr interessant. Wie der orthodoxe Glaube sich immer weiter ausbreitet. Wäre sehr interessant, wenn Byzanz jetzt Rom einnehmen könnte. Ich glaube, in der Lage dazu wären sie auf jeden Fall. Damit würden sie automatisch, glaube ich, das Schießmal beenden oder so. Zumindest war das, ich weiß es nicht. Ich habe es nie versucht, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ja, lass sie herein. Die Kaufleutskarawane. Erzähl von deinen schönen Geschichten. Und gib mir deinen komischen Typen da. Donge. Eine Tochter. Auch das haben wir also geschafft. Ach, unser Herrscher ist stark. Sieg Björn. Du Mächtigster aller Mächtigen. Du Kaiser des Hammers. Vereiner des nordischen Glaubens. Oxford wird nordisch. Ha, scheiß auf die Angelsachsen. Verbreiten unsere Kultur. Hier ist auch alles nordisch. Wunderschön. Hier wird... Alter Schwede, wie nordisch das alles ist. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Huhu. Geil. Und wir können Handelsschiffe zwangsverpflichten. Aber eigentlich möchte ich ja lieb als nächstes gerne einen Blord abhalten. Problem ist leider, dass wir den Krieg, glaube ich, nicht mehr vor März gewinnen. Und deswegen den Blord nicht abhalten können. Fraktionen sind immer noch vorhanden. Aber ich glaube, die kriegen wir langsam runter. Weitere Meinungsverbesserung, wunderschön. Okay, verbessern wir doch mal die Meinung mit dem Jahre von Westergautland. Ich meine, alle lieben uns jetzt, aber wir sollten sie über Null halten am besten. Versuchen jetzt, sie noch so hoch zu bringen wie möglich halt. Okay, Stettin komplett belagert. Jetzt müssen wir uns noch dran machen, Pilsen zum Beispiel mal zu belagern. Ist halt nervig, dass Böhmen immer noch nicht nachgibt, obwohl wir alle seine Armeen vernichtet haben. Und so. Ich glaube, das war so, dass es gegen Stammesleute mehr Punkte bringt, die Armee zu vernichten. Aber genau sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Außerdem, okay, die Armee geht jetzt nicht unbedingt erst vernichtet, wenn wir hier drüben noch alles am Leben halten. Okay, wir sind doch noch am Belagerungsanführer. Ich dachte gerade schon. Aber wir kamen hier rechtzeitig an, vor Prag. Wie es sich gehört.
Oh Gott, und die scheiß Franzosen belagern das alles zurück hier. Ich würde mal sagen, Vasallen aller Länder, versammelt euch. Es wird Zeit, die Franzosen zurückzuschlagen. Ja, unsere kleine Handelsrepublik hat schon einiges an Truppen, meine Phrasen. So. Ich glaube, ihr dürftet reichen. Da schieben wir nach Rostock, sammelt euch mal da. Ich würde jetzt immer noch interessieren, wo die Jomsvikinger ihren Sitz haben. Aber mit denen sind wir nicht mehr verwandtschaftlich oder sowas zusammen. Deswegen kann man das leider nicht herausfinden. Und eine weitere Region ist germanisch. Ha ha ha! Es ist herrlich. Katholischer Glaube ist am Arsch. Wie es sich gehört. Uiuiui, da sammelt sich auch wirklich einiges bei den Franzaken da drüben, wa? Mann, Mann, Mann. So, okay. Ach, Mecklenburg, stimmt. Mecklenburg gehörte ja gar nicht direkt hierzu. Das hat ja das hat ja unser kleines Handelsrepublikchen selbst erobert. Das wunderschöne, beschauliche Mecklenburg. Dafür haben sie Brandenburg. Ich weiß immer noch nicht, wie Brandenburg in diesen Herrschaftsbereich reingekommen ist. Vielleicht waren die gerade im Krieg. Nee, dann hätte ich sie ja gar nicht vasalisieren können. Ha. Mysteriös. Okay, aber ich möchte diesen Krieg jetzt gerne noch in diesem Part hier gewinnen. Deswegen machen wir ihn mal etwas länger. Hatte ich gerade echt noch Sorge, dass ich nicht genug Truppen zusammenfinde? Okay. Das ist nichts. Das ist alles hier. Oh Gott, das sind viel zu viele Truppen schon fast. Bergfried in Hammershus wurde fertiggestellt. Sehr schön. Ah, und wir kriegen Gold. Danke, Kamera. Wow, herrlich. Was machen wir denn als nächstes? Ich würde mal sagen, wir gehen da direkt mal auf die Burgbefestigung. Nee. Burgstädtchen. Oder bauen wir erstmal von allem etwas? Ich glaube, wir bauen erstmal das Huskarl-Übungsgelände. Das ist ein geiles Gebäude. Und wir halten Kriegskunst. Oh. Und das Ding hier wird doch von Prag belagert. Na, super. Belagern wir halt Meißen. Allerdings haben wir den Krieg, glaube ich, sowieso so oder so gleich gewonnen. Meine Kriegsziele ist belagert. Armeen sind vernichtet. Ja, okay. Easy peasy. Löse ich euch mal auf und wir schließen Frieden. Forderungen werden erzwingt. Forderungen wurden erzwingt. Wir haben Stettin unter die nordische Herrschaft gebracht. Wundervoll. Und müssen jetzt nur noch jemanden suchen, der das Ganze hier selbst in Besitz nimmt. Gott, ja, hier nimm du einfach mal. Stettin und ich übertrage den Vasallen hier direkt mal. Warte, Vasall übertragen. Von Stettin. Bitte, viel Spaß damit. Und damit haben wir die Ostseeküste quasi fast komplett erobert. Jetzt fehlt wirklich nur noch das Baltikum an sich. Also Litauen. Und Litauen wird im nächsten Part dran glauben müssen. Das könnt ihr mir glauben. Die kommen nämlich nicht davon. Litauen hat uns ja bereits einmal ziemlich hart zugesetzt, wenn ihr euch erinnern mögt. Am Anfang, direkt nachdem wir quasi den Glauben reformiert haben und ein geeintes, also ein feudales Reich wurden. Und ich möchte nochmal ganz kurz erwähnen, dass ja, die Rache schon bald unser sein wird. Aber nicht mal in diesem Part. Nein, das passiert erst im nächsten Part. Ich hoffe mal, dieser Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine lieben Freunde. Macht's gut und ciao, ciao.